Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Reiter und wir sind in Folge 172 von Avorion. Ja, wir müssen mal schauen hier. Wir waren bei der Schwerft, Schiffswerft, ne, nicht Schiffswerft, sag schon, bei der. Beim Ausrüstungsdock. Wir gucken da gerade nochmal rein. Vielleicht gibt es ja was Neues. Ich weiß gar nicht, ob wir die Zeit letztes Mal runterlaufen lassen haben. Haben wir wohl. Aber wir können ja trotzdem mal durchgucken. C70 Detektor, das ist doch das Ding, was der Thomas geschrieben hatte zum Entdecken, ne? Aufspürreichweite. Komm, das können wir gleich hier schon mal kaufen. Hyperraumbooster. Frachtraumerweiterung. Geschützkontrollsystem für bewaffnete Geschütze. Aber ja, da müssen wir gucken. Was war das, was wir brauchten? Keine Ahnung. Ich habe das eine auf jeden Fall schon mal gekauft. Aber wir müssen erstmal nach dem Intro weiter gucken, ne, damit ihr mehr seht. Alles klar, dann würde ich sagen, bis gleich. So, jetzt könnt ihr besser mitlesen. Also hier oben war klar, das war so ein C-Detektor, den haben wir jetzt schon mal gekauft. Basishandelssystem, nee, Traktorstahl-Upgrade, Hyperraum-Booster-Subsystem. Bei fester Installation, nicht aktiv, Hyperraum-Cooldown, minus 8. Das ist sowas, was der Thomas meinte, dass die Cooldown-Zeit runtergesenkt wird. Hier ist allerdings der Energieverbrauch plus 200. Da gibt es bestimmt Systeme, die dann effektiver sind. Hyperraum-Booster, Subsystem. Hier, Sprungreichweite plus 2, aber Energie 600 drauf. Ne? Das ist natürlich eine Hausnummer. Ne? Wieder Aufladeenergie minus 23. Das weiß ich jetzt nicht, ob das schlechter ist oder besser ist. Wieder Aufladeenergie. Eigentlich ist es schlechter, wenn die Energie weniger ist. Die Cooldown-Zeit ist natürlich minus 16. Ja, Sprungreichweite plus 2. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht das, was ich kaufen möchte. Shangan-Geschützturm, Top-Gravitations-Kanone. Ich glaube, wir müssen jetzt hier einfach nur erstmal durchgucken. Plasma, physisch, Splitter, unbewaffnet, also physisch, und das war hier, steht gar nicht bei. Doppelschieber. Was sind Doppelschieber? Druckkraft. Aha, okay. Keine Ahnung, was ein Profi-Doppelschieber ist. Physisch, Elektrostein, da haben wir noch einen. Dann nehmen wir den, den können wir bestimmt austauschen gegen den anderen oder Zweier reinbauen, wenn. Energie, was hatten wir hier auch? Energie. Okay, da haben wir ja noch einen mehr gekriegt. Und Raumjäger gibt es jetzt nicht damit, ne, oder? So eine ganze Armada von Elektroschockern da rausschicken, ne, ist nicht. Das war klar. Sonstige, ja, Torpedo, ich weiß gar nicht, haben wir. Schadenstyp ist Elektro. Eigentlich würde das gehen, aber ich kann nicht kaufen. Hier ist auch Elektro. Das müsste dann ja funktionieren eigentlich, oder? Kapdu-Pizza hat Level 2 erreicht. Okay, irgendwo ist ein Kapitän, der aufgestiegen ist. Cool. Ich kaufe die Dinger mal einfach alle. Weil die Elektro waren, ne? Vielleicht können wir die mal abschießen dann. Hier sind auch noch welche. Hammerhead-Klasse. Nummer 31. Ich glaube, die können wir uns mal jetzt leisten hier. Okay, mehr geht nicht. Torpedoraum ist voll. Gut, dann haben wir das auch schon erledigt. Vielleicht ist das ja auch noch eine gute Wahl, dass wir unsere Torpedos dann abschießen. Ist nur die Frage. Dein Schiff hat nicht genug freien Torpedo. Lagerraum, so heißt es, okay. Was ist hier oben jetzt für ein Symbol hier? Einer meiner Schiffe hat Erträge. Okay. War da nicht Auto Harvest oder sowas? Komm, während der Mission sind wir über ein altes Wrack gestolpert, nicht weit für Altmetall zu bergen, aber wir hatten Glück und fanden dieses. Schnellladebatterie-Upgrade. Okay, nehmen wir.
Sehr schön. Spritquelle hat 10.000 Öl. Traveler hat 14 Eisenmetallschrott an Bord, okay. Und hier haben wir noch Platin. Naja, das haben wir schon mal geklärt. Jetzt bin ich echt am Überlegen, habe ich überhaupt eine... Torpedos habe ich, ja. Den Lagerraum habe ich dafür. Weiß zwar jetzt nicht, wo der war. Ich glaube, hier vorne war der zu sehen, ne? Aber haben wir eine Abschussrampe dafür auch? Ach, da können wir das mit B vielleicht mal besser angucken, ne? Ja, haben wir auch. Das müssten diese hier sein, ne? Torpedorampen, genau. Okay, dann geht das ja. Ja, sollte vielleicht dann möglich sein, da was zu tun. Wir haben hier eine Schiffswerft, steht da oben ja, ne? Ja, und das hier, du kannst auf das Laserbeam von deinem Schiff entfernen. Das kann ich da machen. Möchte ich das jetzt gerade? Das ist die Frage. Nee, das war I und nicht B. Sprungreichweite. Das ist jetzt Hyperraum-Cooldown minus 50. Ist klar, Hyperraumenergie minus 80. Sprungreichweite plus 7. Das Ding taucht, ne? Kann nur einmal installiert werden. Okay. Aufdecken des R11 Hyperraumverstärker-Subsystem. Mache die Sprungreichweite plus 11. Wieder Aufladeenergie minus 30. Hyperraum-Cooldown plus 2 Minuten 15 Sekunden. Das ist schlecht. Radarreichweite hat er auch noch. Energieverbrauch. Weiß ich nicht. Vielleicht ist das nicht so dolle. C-Stufe aufdecken Radarverstärker. Den haben wir ja schon im Massenscanner da. Zeige ich die Blipse an. Das ist die Transporter-Software. Die brauchten wir auch. Pilotenarbeitskraft plus 1200 Raummegastaffeln plus 4. Okay, das ist auch geklärt. Das brauchen wir. Gefechtsgeschützkontrollsystem. Ja, plus 7, plus 2, plus 4. Und Energieverbrauch hoch, ne? Das ist das professionelle Handelssystem. Das ist auch fest installiert. Das ist jetzt die Frage, ob man das braucht, ne? Zeigt Handelsrouten in den letzten 12 Sektoren. Zeigt Preise aller Stationen im Sektor. Ja. 10 unbewaffnete Geschütze dazu. Kann auch nur einmal installiert werden. Hier Hyperraumverstärker-Subsystem ist das wieder. Sprungreichweite plus 11. Hyperraum-Cooldown plus 2 Minuten. Das ist der zweite von den Dingern dann, ne? Die Reichweite erhöht. Wiederaufladeenergie ist auch noch runtergesetzt. Vielleicht sollten wir die ausbauen. Dann wird zwar die Reichweite kleiner, aber wir haben auch mehr Strom etc. drin, ne? Könnte vielleicht sinnig sein. Was haben wir hier noch? Ein Hyperraumüberlader. Dieses System wurde von Botans Schiffingenieur gebaut. Ah, das ist das Ding, um das zu kriegen. Alles klar. Sind wir noch oder sind wir schon weggeflogen? Warte, wir gucken nochmal lieber. Nein, wir sind noch in der Reichweite dieser Station. Das würde bedeuten, ich kann jetzt den hier ausbauen, oder? Entfernen. Und was mit dem Aufdecken des R11? Der ist auch so, ne? Ich entferne den auch. Jetzt lass mal gerade auf der Karte erst gucken. Ja, jetzt ist dieses kleiner. Allerdings sind da auch 4 Minuten weniger, ne? Würde ich sagen. Ich glaube, das ist das, was der Thomas meinte. Dass das besser ist. Und jetzt müssen wir noch Teile vielleicht finden, die diese Cooldown-Zeit nur runter machen, ne? Genau. Jetzt lass uns mal hier nach Typ sortieren. Befestigungsstation nicht aktiv. Ne, das ist es nicht. Hier sind die Detektoren, da haben wir schon 2 davon, ne? In Gelb. 5 bräuchte man in Gelb. Wenn man Legendären daraus kriegen, war doch legendär, ne? Ne, exotisch, außergewöhnlich. Selten. Transporter-Software, Transporter-Software. Hightech-Handelssystem. Noch eins. Handelssysteme. Regenerieren Beschütze, außergewöhnlich. Schildwiderstandskraft plus 48, Schilds wieder. Aufladerate plus 12. Okay, das wäre noch mehr Schutz.
Scanner Booster, Scanner Reichweite plus 130%. Schildionisierer. Stufe Tiefenscanradar Verstärker. Auch ein cooles Ding, ne? Bergbausysteme. Gefechtsgeschützkontrollsystem plus 3. Da würden wir gewaffnete Schütze zukriegen. 3 Stück. Energieverbrauch geht hoch, aber ich würde es jetzt tatsächlich einmal erstmal einbauen. Und dann noch überlegen, ob wir eine Festinstallation machen. Dann wäre es ein viertes. Autogeschützturm-Slot. Ist natürlich eine Nummer. Weiß ich nicht, gucken wir. Traktorstahl-Upgrade. Beutesammelreichweite. Generatorverstärker bei Festinstallation nicht aktiv. Plus erzeugte Energie plus 55. Vielleicht sollten wir das. 55% von unserer jetzigen Energie ist natürlich eine Hausnummer, oder? Dreiköpfige Hydra. Raumjägerstaffeln. Haben wir gar keine drin, oder wie war das? Salben sind dazugekommen. Ich glaube, wir können gar keine. Können wir hier welche? Brauchen wir aber auch nicht, weil wir haben ja gar keine Staffel gekauft, die das kann. Hyperraumverstärker. Radarreichweite plus 3. Sprungreichweite plus 5. Radarreichweite plus 2. Aber hier ist jetzt kein... Alles mit Malus behaftet. Der Aufladeenergie auch 2,15, 2,15, das ist alles zu viel. Der Cooldown hier minus 22, das ist so ein Ding, oder? Sprungreichweite plus 3,7, aber Energieverbrauch plus 1 Gigawatt. Der Cooldown wird wieder Aufladerate, weiß ich, der Aufladeenergie weiß ich jetzt nicht. Unbewaffnete Geschütze. Frachtraumerweiterung. Schnellladebatteriebooster. Energiespeicher plus 4 Aufladerate. Okay, das wäre jetzt auch noch zu überlegen, ne? Was haben wir hier noch? Das waren die zwei Sachen, die wir ausgebaut haben, glaube ich. Jetzt wäre hier die erzeugte Energie noch interessant. Können wir mal gerade gucken. Das ist 291 Gigawatt haben wir, also spielen Gigawatt eigentlich gar nicht so eine große Rolle. Aber wenn ich das jetzt einbaue, dann haben wir hier 507. Ich glaube, das macht Sinn, den einzubauen. Und ich glaube, wir können den auch noch fest installieren. Obwohl, dann können wir nicht überall rausnehmen. So eine Sache, ne? Aber wenn ich fest installiere, habe ich fast nochmal 100 dazu. Und dann brauchen wir über andere Dinge keinen Kopf machen, ne? Hatten wir hier nicht einen besseren gekauft gerade eben? Scanner Booster, Scanner Reichweite plus 130. Machen wir 130 Energieverbrauch. 0,7 Gigawatt. Der macht aber Sinn, da reinzubauen, ne? Aber was baust du dafür raus? Den muss man fest installieren, damit man das Boot an Dingen kriegt. Könnte man vorübergehend ja einmal rausmachen, bis man diesen Typen da besiegt hat, oder? Jetzt haben wir das entfernt. Ist er das? Ja, und dann, welches Teil war das jetzt, was ich einbauen wollte? Diesen Scanner-Booster, war das der? Nee, oder? Doch, der war das.
So, jetzt haben wir so viel gemacht. Jetzt müssen wir nur gucken, ne? Jetzt weiß ich auch nicht mehr die Geschichte, wie sie weitergehen soll. Wir fliegen jetzt eigentlich, wir müssten jetzt eigentlich hier Dingens haben. Wie heißt es? Wieder mehr Geschütztürme, mehr diese Steinhülle. Geschütz ist ja schon mal da. Wir haben aber noch eins gekauft. Das war ein Energieding, ne? Da müssen wir mal, ne, da waren wir hier und da. Jetzt müssten wir. Ist das die Technik, die ich da brauche? Nee. Aber hier sind sie schon. Ich glaube, der war der Elektrostein, ne? Den brauchen wir. Batterieaufladung. Kanoniere 2. Kann ich da jetzt. Doch, den kann ich da sogar hinbauen. Ach, ich hätte ja noch ein Geschützkontrollsystem eingebaut, ne? Okay. Ich könnte jetzt noch zwei oder so rein. Ein bewaffnetes Schütz. Zwei Slots habe ich noch frei, glaube. Das braucht drei Slots leider. Dann lass uns nach DPS gucken. Was ist DPS-Slot? Slots 3 und pro DPS ist das dann, okay. Ich glaube, das brauche ich jetzt gerade nicht. So, der hat zwei Slots. Ich habe noch zwei Slots frei. Den könnte ich jetzt energietechnisch einbauen. Würden wir jetzt bei dem einen natürlich nicht. Da ist noch einer. Zack, dann kommt der da noch rein. Habe ich doch noch welche gekauft gehabt. Okay, dann haben wir jetzt ein paar mehr. Vielleicht haben wir da jetzt eine Chance mit, das Ding abzuschießen. Wir müssen noch ein bisschen Steine drumherum bauen, ne? Da müssen wir mal gucken, wie das ist, weil die Manövrierfähigkeit durch Steine wird ja dann relativ schwer, weil das Ding ja auch schwerer wird. Da müssen wir vielleicht auch noch Generator ein. Ne, Generator brauchen wir nicht. Sag schon, Gyrophalanx einbauen oder sowas, damit wir besser navigieren können. Das müssen wir alles mal hingucken, ne? Alles klar. Dann würde ich aber erstmal sagen, machen wir hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.